Die Lilien haben mit ihrem Sieg gegen Schalke den Abstieg vorerst abgewendet. In einem hart umkämpften Spiel konnten sich die Darmstädter in der Nachspielzeit nicht unverdient 3 Punkte sichern. Als bärenstarker Rückhalt der Mannschaft zeigte sich mal wieder Torwart Esser, der sogar einen Elfmeter mit dem Fuß von der Linie kratzte. Ja, also der Sieg hat natürlich sehr gut getan, müssen wir ganz ehrlich sagen. Die Jungs sind gut drauf, haben sehr gut trainiert gestern. Wir hatten eine sehr, sehr lange Einheit und von Anfang bis zum Ende haben die Jungs alles rausgehauen. Verletzte sind keine dazu gekommen. Also Terence ist immer noch angeschlagen, wird definitiv nicht spielen können. Peter wird auch noch fehlen. Ansonsten war ja keiner, der jetzt großartig... Leon ist krank, wird auch nicht spielen können. Wird hoffentlich morgen wieder Teile des Trainings mitmachen können, aber definitiv fürs Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Ein Grund zur Freude bei den Lilienfans ist sicher die Vertragsverlängerung von Fabian Holland. Neben Sandro Sirigu und Kevin Großkreuz ein weiterer Spieler, der innerhalb der letzten Wochen für ein wenig Planungssicherheit im Darmstädter Kader sorgt. Trainer Frings kann also nicht nur große Namen nach Darmstadt locken, sondern scheint auch bei den arrivierten Darmstädter Spielern den richtigen Ton zu treffen. Weniger erfreut ist man am Jonathan-Heimes-Stadion allerdings über die Lizenzauflagen, die der DFL den Darmstädtern für die nächste Saison auferlegt hat. Die Auflagen betreffen die Stadioninfrastruktur und fordern vor allem eine Überdachung der Gegengeraden. Präsident Rüdiger Fritsch bezeichnet die Forderung als existenzbedrohend. Der Verein will Rechtsmittel einlegen. Das Thema Stadion bleibt für die Darmstädter auf jeden Fall eine große Baustelle. Ich mache die Regeln nicht. Also ich glaube nicht, dass sich unsere Fans beschwert haben bei der DFL, dass sie nass werden, falls es mal regnet. Also es sind aber nun mal Regeln und die müssen erfüllt werden. Und wir tun alles, um das zu machen. Ne? Und nochmal, ich bin da jetzt nicht so involviert, um zu sagen, wie weit wir da sind. Ich hoffe natürlich, dass das Thema sich so schnell wie möglich erledigt. Ne? Und nochmal, für mich persönlich oder für uns als Darmstadt 98 wäre es natürlich eine absolute Katastrophe, wenn wir hier nicht spielen dürften. Am Samstag geht es für die Lilien nach Hamburg. Der HSV muss aufpassen, nach dem Spieltag nicht auf dem Relegationsplatz zu landen. Darmstadt möchte den Abstieg gerne ein weiteres Mal abwenden. Und da nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit jede Serie einmal reißen muss, wäre für den ersten Auswärtssieg der Saison in Hamburg doch eine gute Gelegenheit gegeben. Natürlich ist Hamburg sehr, sehr heimstark und es wird unheimlich schwer, auch da was zu holen. Aber wie ich am Anfang sagte, es geht beim 0-0 los. Wir haben durch unseren Sieg ein Stück weit Selbstvertrauen auch wieder zurück. Wir können befreit aufspielen, wir haben nichts zu verlieren. Und so werden wir uns da auch präsentieren.